Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin hier mit dem lieben Cybersven. Hi. Und zwar geht es heute um ein tolles Projekt, das der liebe Dumbledore 20 aus der PSQ ermöglicht hat. Und zwar sind wir hier auf CB7 bei /BH Hasi Farm. Was dieses Plot kann, zeige ich euch sofort. So, bevor ich euch irgendwas über dieses Plot erzähle, gibt es erstmal was Leckeres in den Kommentaren mit Hashtag Dumbledore20. Könnt ihr einen Spawner gewinnen? Ich schreibe es euch hier nochmal rein. Einfach Hashtag Dumbledore20, so wie ich es im Minecraft-Chat geschrieben habe. Einfach runter mit dem Lachs, warum ihr euren Spawner haben wollt. Und natürlich ein Grundstück, wo ich Trust habe, mit einer Kiste mit in den Kommentar reinklatschen. Könnt ihr einen Spawner gewinnen. Vielen, vielen Dank da auch nochmal an den lieben Dumbledore fürs Bereitstellen des Spawners. Und nun viel Spaß beim Video. Dieses Plot ist von dem lieben Dumbledore entwickelt worden. Der hat den Stream hardcore supportet. Hat sich gedacht, komm, wir machen was für die Ewigkeit, wo dann jeder Spieler davon profitieren kann. Und hauptsächlich geht es hier um Anfänger zu helfen. Ihr seht hier drinnen ist ein Free-Spawner. Darauf könnt ihr zugreifen, da gibt es Free Diamanten, Free Emeralds, Free Redstone, Free Eisen, Free Gold, Free Lapis, Free Kohle, Free Kappel und ein bisschen Dirt. Darauf könnt ihr alle zugreifen, ihr könnt die Spawner regelmäßig leeren kommen und könnt euch da ein paar Erze gönnen. Des Weiteren haben wir hier noch einen Schalter, da könnt ihr dann drauf drücken, wenn Redstone an ist, seht ihr hier drin, kommt Essen raus, also Essen for Free gibt es auch. Und hier oben gibt es auch nochmal einen Verzauberungstable, der für alle benutzt werden kann. Und dann gibt es nochmal hier eine schöne Karte. Einfach zum Begutachten des Ganzen, ne? Easy peasy. Das Plot ist wunderschön. Man kann ja extrem viel machen. Und es ist eine geile Hilfe für die Anfänger. Gehe ich mal davon aus, ja? Wenn jetzt noch jemand hier ist und sagt, hey, so ein Projekt ist cool, ich habe da auch noch eine Idee. Schreibt es in die Kommis, schreibt mir im Discord oder sonstiges. Hier ist übrigens der versteckte Hasenhaufen. Der muss ja dafür auch nicht fehlen, ne? Das ist echt cool. Danke auch nochmal an Boke, der hier geholfen hat, mit mir zusammen das Plot zu verschönern. Was heißt geholfen? Er hat mir halt Aufgaben gegeben, hat eigentlich fast alles alleine gemacht, weil ich echt nicht gut bauen kann. Ich habe hier eine schöne Schnecke, einen Teich, das Plot hat halt echt alles. Ist halt echt wunderschön und hoffentlich eine coole Hilfe für die Anfänger. Aber wie gesagt, um nochmal zum Thema zurückzukommen, wenn jemand noch Ideen hat, was man hier auf dem Plot machen könnte, was nicht zu übertrieben ist, ich sag euch ganz ehrlich, ich werde ja auch keine weiteren Spawner placen, es macht halt einfach keinen Sinn. Überlegt, weil es gibt Community Farm mit 30, 40 Spawnern, die werden nicht benutzt, das juckt die Leute einfach schlicht und ergreifend nicht. Es gibt viel größere Spawner Farmen, aber ich habe mir gedacht, ja komm, zwei Cobblestone Generatoren sind nicht verkehrt, ja, der Dumbledore dann eh schon geplaced gehabt und da dachte ich mir, das machen wir, das ist eine coole Sache und das hilft den Anfängern, ne? Aber wenn trotzdem jemand Ideen hat, was man hier auf dem Plot noch machen könnte, dann lasst mich einfach wissen, schreibt mir im Discord, in den Livestreams oder einfach in einem Kommi unter dem Video. Ganz easy peasy. Und ja, wichtig ist noch zu sagen, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Ja gut, das war's dann auch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.